Dieses Video ist ausschließlich dem kleinen Gartenstück gewidmet. Das Wetter ist ja heute nicht besonders. Es schneit so ja und das im Februar. Und das bei uns hier. Also Schnee gibt es ja hier im Rheinland selten. Die Mauer habe ich ja vor 2 Jahren gestrichen. Die fängt schon wieder an grau zu werden. Das ist so selten bei uns, der Schnee, der festgehalten werden muss. Die Farbe von dem Kölnbild fängt auch schon an zu verblassen. Ist doch toll, wenn die Osterglocken blühen, da kommt der Frühling. Das erste, was hier immer blüht von den Sträuchern, sind die Kamelien. Und das Rosenstämmchen kommt jetzt schon. Und die schwarzen Johannisbeeren. Die Hyazinthen, die riechen schon richtig gut. Und haben sie ja schon Besuch. Die Traubenhyazinthen im Garten werden immer mehr. Das Primelchen habe ich beschenkt bekommen. Da habe ich es eingesetzt. Die Blaubeeren haben ja schöne Blüten. Die schwarzen Johannisbeeren, die wachsen ja toll. Die haben nur so viele Blattläuse dieses Jahr. Das ist ein Versuch, rote Kartoffeln. Pfingstrosen schießen jetzt auch schon in die Höhe. Pfingstrosen muss ich schon zusammenbinden, sonst fallen die beim Wind um. Genau, im Mai blüht der Akelei. Das sind die Blätter der roten Kartoffeln, die ich gesetzt habe. Ich kommentiere ja jetzt im Jahre 2022, da sind im Juni schon die Pfingstrosen ausgeblüht. Ah, die Kartoffeln haben auch eine schöne Blüte. Die erste Rose blüht. Hurra! Es sind wieder ganz viele Stockrosen im Garten. Die haben ja eine wunderschöne Blüte. Die Blüten sind so schwer, dass die immer wieder umfallen. Ein bisschen Regen liegt auf der Erde. Da schneide ich sie meistens ab und tue sie in eine Blumenvase. Ja, die Sorte ist schon besser, aber die blühen nicht so lange.
Ja, noch haben sie keinen Regen mitgekriegt. Der Fingerhut kommt jedes Jahr neu. Das ist doch eine Auenweide. Sieht aus wie Porzellanrosen. Was die Natur alles für eine Formen und Farben auf Lager hat. Sieht zwar gut aus, braucht aber viel Wasser. Die Stockrosen sind ja mächtig nach oben geschossen. Die Kartoffeln blühen immer noch. Die Glockenbuben haben heute Besuch. Wie viele verschiedene Arten von Hummeln es gibt. Das muss ja eine ergiebige Tankstelle sein. Das ist aber auch ein Brummer. Die Rose ist ja so perfekt, aber die müsste noch was duften. Jetzt ist wieder die Zeit der Stockrosen. Ist ja eine dankbare Pflanze. Und dann ist wieder Blaubeerzeit. Jetzt kann man bald ernten. Noch ein bisschen. Edelweiß ist auch wieder gekommen, da habe ich jetzt schon 3 Jahre da drin, in der Erde. So viele Pflanzen brauchen auch sehr viel Wasser. Ja, die habe ich geschenkt bekommen, die setze ich aber auch in den Garten rein. Ja, das ist ja gerade mal eine Handvoll. Aber das ist ja von Jahr zu Jahr mehr geworden. Und irgendwann kriege ich so einen Anfall, dann muss ich wieder was machen. Dann grabe ich um. Altes raus, neues rein. Da hatte ich mal schwarze Johannisbeeren gesetzt hier. Und rote Johannisbeeren, aber die ist bei uns ja keiner. Deswegen habe ich sie dann wieder rausgemacht. Ich habe die ganzen Traumhyazinthen rausgemacht, weil die verwildern total. Das werden immer mehr und die Blüten immer kleiner. Das ist die Ausbeute meiner roten Kartoffeln. Also vom Geschmack her war ich jetzt nicht so begeistert. Und eigentlich lohnt sich das auch gar nicht. Da brauchen wir so viel Wasser. Das Gartenjahr geht wieder dem Ende zu. Nochmal kurz durchs Dorf. Und nochmal kurz zum Rhein, der ist ja nur 5 Minuten entfernt. Und dann ist hier die Siegmündung.
Na dann, bis zum nächsten Gartenjahr. Tschö.